Der Ankündigungstrailer zu Warhammer 40k Boltgun zeigte, wie jemand ein paar alte Umzugskartons öffnet und in Erinnerungen an seine Kindheit schwelgt, unter anderem ein paar kleine Warhammer Chaos Space Marines Figuren findet und dann auch eine Floppy Disk, auf der der Name Boltgun steht. Und dieses Spiel sieht zwar aus, als käme es direkt aus den 90er Jahren, doch das gab's nicht, denn es kommt jetzt erst am 23. Mai für PC und Konsolen raus und es ist einer der inzwischen sogenannten Boomer-Shooter, also ein eigentlich neues Spiel, das aussehen soll, als sei es aus den 90er Jahren und es ist richtig cool. Bevor es hier aber mit mehr Gameplay und meinen angespielten Eindrücken aus der Vorschauversion von Boltgun weitergeht, erstmal kurz durchatmen, entspannt die Tabletop-Armee auf Vordermann bringen oder einen Blick über den Tellerrand werfen und ein paar neue Brettspiele, Miniaturen oder Klemmbausteinprojekte entdecken. Und zwar auf taschengelddieb.de, dem Shop für alles, was das Hobbyistenherz rund um große Marken wie Warhammer, Star Wars, Magic und Co., aber auch um Pen & Paper und Gesellschaftsspiele zu bieten hat. Erfüllt euch eure Hobbyträume und spart mit dem Code GAMESTAR6 nochmal 6% auf taschengelddieb.de. Nothing, once touched by the hand of chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus to assist my investigations into a world that has already felt that fell infamous. Bevor es bei Boltgun so richtig in die Action geht, gibt's erstmal eine von diesen charmant gestalteten Pixel-Art-Zwischensequenzen, allerdings immer nur am Anfang und am Ende der drei Kapitel, aus denen die Singleplayer-Kampagne besteht. Warhammer 40k Boltgun ist ein reines Singleplayer-Spiel, ihr könnt es weder im Koop noch im Multiplayer spielen und warum man alleine unterwegs ist, sieht man auch gleich in den ersten Spielminuten, denn man stürzt auf der Schmiedewelt Greia ab und der Rest des Squads ist tot, also zieht man allein los und kämpft sich durch die insgesamt drei Kapitel, die allerdings wiederum aus jeweils 9 einzelnen Leveln bestehen. Ich konnte die ersten 4 Level jetzt in der Vorschauversion ausprobieren und stand nach dem Absturz erstmal ohne die titelgebende Boltgun da. Allerdings hatte ich ja noch mein Kettenschwert dabei und das kann man tatsächlich immer als Zweitwaffe einsetzen und das ist auch ziemlich nützlich, wenn die Munition für die anderen Waffen mal ausgeht. Inhaltlich schließt Boltgun tatsächlich an das 2011er Space Marine an. Ihr solltet allerdings nicht allzu starke Verknüpfungen erwarten. Man spielt hier auch nicht Captain Titus, sondern einen anderen Ultramarine. Und auch sonst bleibt die Story, wie üblich in dieser Art von Shooter, relativ dünn. Wir können unsere Spielfigur allerdings auf Tastendruck tatsächlich auch sprechen lassen bzw. spotten, denn mehr als ein paar Drohungen wirft unser Space Marine hier den Gegnern nicht entgegen. Es gibt also keine ausufernden Dialoge. Gesprochen wird er trotzdem von einem bekannten Schauspieler, nämlich dem Briten Raoul Colley, den ihr vielleicht aus der Serie iZombie oder aus Midnight Mass kennt. Ja, und diese Feinde des Imperiums, die den Tod kosten sollen, das sind bei Boltgun in erster Linie Kultisten, Chaos Space Marines und Dämonen, die wir da auf dem Planeten in verschiedenen Umgebungen bekämpfen, später aber auch auf einer Raumstation. Also es spielt nicht alles nur auf der Schmiedewelt, auf der übrigens Titan-Mechs, also Titanen für die imperiale Armee bzw. für die imperialen Truppen gebaut werden. Selbst einsteigen kann man in so schweres Gerät im Spiel allerdings nicht. Stattdessen gibt es eine Auswahl an 8 Waffen und dazu noch ein paar unterschiedliche Granatentypen und man findet für die Waffen auch verbesserte Munitionsarten, die dann den Waffeneffekt noch eine Zeit lang verstärken. Es gibt aber zum Beispiel keinen klassischen Skilltree und man muss sich auch nicht entscheiden, welche Waffen man tatsächlich mit in den Kampf nimmt, sondern wie in den Shootern in den 90er Jahren hat man einfach immer das komplette
Arsenal dabei und muss nur für Munitionsnachschub sorgen. Man hat außerdem noch so einen kleinen Dash-Angriff nach vorn und was im Gegensatz zu den meisten eher älteren Shootern hier funktioniert, ist, dass wenn man an eine Kante springt, man sich tatsächlich an ihr hochziehen kann. Die sind oft sogar so ein bisschen gelb markiert, wie es heutzutage auch moderner Standard ist. Ansonsten fühlt sich das aber schon sehr oldschoolig an, auch wenn es mit der Unreal Engine 4 dargestellt wird. Aber die Gegner, Charaktermodelle zum Beispiel, sind keine 3D-Figuren, sondern 2D-Sprites, die animiert sind. Also auch da wieder ein Throwback zur Zeit von den ersten Doom-Spielen oder von sowas wie Duke Nukem 3D oder Dark Forces. Bei der Spielzeit haben mir die Entwickler übrigens im Interview gesagt, dass sie so mit 6 bis 8 Stunden rechnen, um da einmal komplett durchzukommen. Hängt natürlich auch sehr davon ab, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt und ob man tatsächlich alle Geheimnisse in den Leveln finden will, denn auch von denen gibt es jede Menge. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese 6 bis 8 Stunden sogar ein bisschen untertrieben sind. Ich neige zwar eigentlich dazu, eher skeptisch zu sein, wenn die Spielzeiten vom Entwickler angegeben werden, weil meist ist es doch weniger, als da versprochen wird. Hier, glaube ich, ist es eher umgedreht, dass sie mit ihren 6 bis 8 Stunden ein bisschen drunter liegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da etwas mehr Zeit reinstecken wird, um das komplett durchzuspielen, weil es ja halt einfach auch Spaß macht, die ja, Secrets zu entdecken, weil es sicherlich auch Spaß macht, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad eine neue Herausforderung zu finden. Und das wiederum ist vielleicht ein bisschen ein kleiner Nachteil, weil es manchmal auch vorkommen kann, dass man sich in den Leveln verläuft. Denn auch das ist ein Klassiker aus den 90er-Jahre-Shootern. Die Umgebungen haben manchmal so ein bisschen einen Labyrinth-Charakter. Man muss meist verschiedenfarbige Schlüssel finden oder unterschiedliche Schalter aktivieren. Manchmal gibt es auch so Arena-Kämpfe, wo man tatsächlich dann erstmal alle Gegner besiegen muss, bis man wirklich weiter kann. Das hat dann schon ein bisschen was von Devil May Cry. Aber was es zum Beispiel nicht gibt, ist eine Karte. Also weder eine, die man über das Spielfeld rüberlegen kann, so wie in den alten Shootern, noch eine separate, die irgendwie in einen anderen Bildschirm ausgelagert ist. Und deshalb habe ich mich tatsächlich in den späteren, der, ja, ich gebe zu, überschaubaren 4 Level der Demo manchmal ein bisschen verlaufen und glaube auch, dass man allein deshalb schon etwas länger brauchen wird zum Durchspielen. Aber klar, es ist ein überschaubarer Titel. Er wird allerdings auch nur rund 20 Euro kosten auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und auf der Nintendo Switch. Denn es kommt tatsächlich am 23. Mai für alle Plattformen raus. Tja, und falls ihr euch wundert, warum ich so relativ wenig Schnitte in diesem Video drin habe und das Gesprochene auch oft nicht so ganz zu den gezeigten Szenen passt, diese Szenen hier habe ich nicht selbst aufgenommen, sondern die wurden mir vom Entwicklerstudio zur Verfügung gestellt. Das Spiel sah in der PC-Vorschauversion, die ich da ausprobieren konnte, aber tatsächlich 1:1 so aus, wie ihr es jetzt hier auch im Video seht. Und es macht tatsächlich Spaß, wenn man auf diese klassische, recht simple Art von Ego-Shooter steht. Ich mag das total. Allerdings habe ich eine große Sorge bei dem ganzen Projekt, nämlich, dass es nach hinten raus vielleicht ein bisschen an Zugkraft verliert. Wenn man erstmal alle Gegnerarten gesehen hat, alle Waffen mal ausprobiert hat, dann kommt es doch sehr aufs Level-Design und die Abwechslung in den Umgebungen an, damit das auch weiterhin motivierend bleibt. Und ich kann einfach noch nicht abschätzen, ob die Entwickler das über die komplette Lauflänge von Boltgun hinbekommen, denn das ist ja tatsächlich auch eine Schwäche des ganzen Genres. Also sowohl die neueren Boomer-Shooter, also diese Retro-Shooter, als auch im Grunde genommen ihre Originale, also ihre Vorlagen, hatten schon das Problem, dass sie die ersten Level meist sehr spaßig und unterhaltsam waren, nach hinten raus aber erstens oft einen sehr labyrinthigen Charakter entwickelt haben und nach hinten raus auch immer nur noch die eigentlich immer selben Elemente ein bisschen anders arrangiert hatten. Und klar, da kann man jetzt sagen, das macht ja eigentlich jedes Spiel so, aber spätere Shooter-Generationen haben das durch interessanteres Level-Design, interessantere Level-Gestaltung und natürlich durch die Integration von mehr Story-Elementen ausgeglichen. Und das fehlt sowohl den Retro-Shootern
als auch den original alten Shootern von damals so ein bisschen, weshalb die in den späteren Stunden manchmal einfach ein bisschen lame wurden. So technisch interessant sie für ihre damalige Zeit durchaus waren. Und so cool es auch ist, dieses grundsätzliche Spielgefühl jetzt in einigen mitunter sehr coolen Spielen, wie zum Beispiel auch Kaltik, zurückzubekommen. Aber das könnte hier halt auch passieren, weil ich erwarte mir jetzt keine allzu großen, eindrucksvollen Skriptmomente oder so eine Geschichten oder irgendwelche Sachen, die den Ablauf massiv aufbrechen und nochmal richtig für einen Aha-Moment nach hinten raus sorgen. Wenn es tatsächlich doch so sein sollte, wäre ich sehr freudig überrascht, aber ich wäre tatsächlich auch einfach sehr überrascht. Nichtsdestotrotz, es ist ein spaßiger Shooter in einem Setting, das wir in dieser Form als Ego-Shooter noch nie so hatten und mit einer sehr guten Umsetzung der Waffen. Gerade die Boltgun selbst, also der Bolter selbst, ist so gut umgesetzt vom Spielerischen, weil man ja bedenken muss, das ist keine normale Pistole. Das ist im Grunde genommen wie eine Art kleiner Raketenwerfer. Also der schießt so einzelne Geschosse, die in den Körpern der Gegner explodieren. Das ist also nicht so die Startpistole, die man aus Shootern kennt, die eigentlich nur so eine Notlösung ist, sondern das ist schon eine mega effektreiche Waffe. Und wenn man die das erste Mal abfeuert im Spiel, merkt man das auch sofort. Und das macht auch ein bisschen den Spaß, sowohl an diesem Setting als auch an der Umsetzung aus. Von daher, dem Namen wird es absolut gerecht. Mal gucken, ob es das auch nach hinten raus tatsächlich dann auf Dauer tragen kann. Wir wissen es, in ja, genau einem Monat, am 23. Mai, kommt es nämlich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.